musst du nur die Boxtür verriegeln und für ein bisschen Lärm sorgen. Den Rest hat dann das Pferd erledigt. Du bist eiskalt. Aha, nein, Charlotte, nein, Charlotte, nein, Charlotte. Ich bin gut, verstehst du? Ich bin gut. Aber nicht gut genug. Das war's dann, Cora. Diesmal bist du auf der Verliererseite. Ja, ihr habt mich reingelegt. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir! Wir müssen was unternehmen, Robert, bitte. Das war ein Schuss. Was? Das war ein Schuss. Max, ruf die Polizei sofort. Was haben Sie mit meiner Mutter gemacht? Wenn Sie meiner Mutter auch nur eine Haare gekrümmt haben, dann bringe ich sie um. Das schwöre ich. Schauen Sie nach, was da oben los ist. Vielleicht braucht jemand Hilfe. Ja. Aber du sollst mich loslassen. Sie können es nicht lassen, was? Alfons, bringen Sie aus der Kommode Servietten, Taschentücher, irgendwas, um die Wunde zu verbinden. Ja. Ich wusste nicht, dass er eine Pistole hat. Der Krankenwagen wird gleich da sein. Oben, links. Ja. Alfons! Gott sei Dank, dir ist nichts passiert. Um Gottes Willen, Herr Saalfeld. Es ist nicht so schlimm. Ich glaube, es ist nur ein Streifschuss. Du hast riesiges Glück gehabt, Werner. Danke, Charlotte. Bitte verzeih mir. Ich schau mal, ob der Krankenwagen schon da ist. Mein Vater geschossen, Sie Schlampe! Das war mir ein großes Vergnügen! Was für ein schäbiger Abgang! Durch die Hintertür, das haben Sie sich anders vorgestellt, was? Ich werde Werner, ich werde euch alle hochgehen lassen. Die Bombe wird platzen und niemand wird die Explosion überleben! Bringen Sie sie weg! Ich habe so viel für euch getan und das ist der Dank! Ja, ist gut. Ich verfluche den Fürstenhof! Herr Saalfeld, ganz ruhig, ja? Wir haben Sie. Ganz ruhig. Die Hildegard tatsächlich recht. Und ihr seid doch verflucht. Von Cora Franke höchstpersönlich? Ja, weiß man's. Immerhin war sie der Auftakt zu einer Reihe von, ja, wie soll ich sagen, skrupellosen Damenbekanntschaften deines Ex-Mannes. Ach, Barbara von Heidenberg. Cosima Zastro. Ja, mit der hatte Werner aber nichts. Naja, das natürlich nicht. Aber wenn eine Frau eure Familie bis in die Grundmauern erschüttert. Ja, seitdem gehört uns der Fürstenhof nicht mehr allein. Eben. Nur durch Cosimas Erbschaft an ihren Mann hatte die Heidenberg überhaupt die Möglichkeit, an Anteile vom Hotel zu kommen. Ja, und du meinst, das hängt alles mit Cora Frankes Flug zusammen? Nein, natürlich nicht. Aber du musst doch zugeben, dass seitdem keine Ruhe mehr eingekehrt ist. Naja, da hast du leider recht. Wobei, es gab auch immer wieder Schönes. Selbst Werner und ich haben uns zusammengerauft. Hm? Du bist die Frau, die... Ja. Was bin ich für dich? Ein gemütliches Zuhause? Nein, Charlotte. Du bist die Frau, die ich immer wieder heiraten würde. Wie gut, dass du das nicht unter Beweis stellen musst. Charlotte, ich verspreche dir, ich werde dich nie allein lassen. Und ich verspreche dir, dass ich dich lieben werde bis in den Tod. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Jetzt möchte ich die Zeit anhalten. Werde ich dem Augenblicke sagen, verweile doch, du bist zu schön. So will ich gern zugrunde gehen.
Goethe hat das zwar ein bisschen anders gemeint. Das ist mir egal. Ich habe alles, was ich mir je im Leben gewünscht habe. So kann ich also auch sagen, so will ich gern zugrunde. Du schreist nicht. Danke für alles. Danke für heute. Für unsere Söhne. Für mein Leben, so wie es ist. Ich danke dir. Wann heiraten wir wieder? Ja, sobald du willst. Wir waren wieder so glücklich. Ich habe den Krebs besiegt, bin gesund. Und trotzdem... Seid ihr geschieden. Aber Freunde, die in schweren Zeiten zusammenhalten. Das müsst ihr auch weiterhin. Wer weiß, was dem Fürstenhof noch alles bevorsteht. Du, Alfons, bist du sicher, dass es da zur Seilbahn geht?